Die Energiewende. Dem Bundeswirtschaftsministerium zufolge heißt das unter anderem, dass im Jahr 2022 das letzte Kernkraftwerk in Deutschland vom Netz genommen wird. Es wird immer mehr auf erneuerbare Energien umgestiegen. Und wir machen mehr aus Energie, indem wir sie effizienter einsetzen. Doch wie sieht die Realität aus? Hier hat das Erneuerbare Energiengesetz zu einem massiven Ausbau von EEG-Anlagen geführt. Dieser Ausbau erfolgte jedoch unter anderen Gesichtspunkten als der Aufbau der Kraftwerke und Netze, der sich seit 1900 immer an der regionalen Stromabnahme orientiert hatte. Anlagen zur Gewinnung grünen Stroms entstanden dagegen dort, wo die Ausgangsbedingungen wie Windströmung und Solarstrahlung günstig erschienen. Die stillgelegten Militär- und Agrarflächen im Nordosten Deutschlands boten zudem ausreichend Platz für Solarfelder und Windparks. EEG-Anlagen boomten, doch in dem dünn besiedelten Gebiet mit wenig Industrie blieb die Stromnachfrage eher gering. Das hat zu einer angespannten Situation im Netz geführt. So liegt der Anteil des Stroms aus erneuerbaren Energien im bundesweiten Durchschnitt bei etwa 27%. In vielen Hochspannungsnetzen im Nordosten werden dagegen heute bereits bis zu 100% erreicht. Das führt aber keineswegs zur Vollversorgung, sondern zu Tagen mit extremer regenerativer Überproduktion oder zu Tagen, an denen überhaupt kein grüner Strom erzeugt wird. Zum Vergleich: Ein Sturmtief in Nordostdeutschland führt bereits heute zu Überschüssen, welche die dort verfügbare Speicherkapazität teils um mehr als das Zehnfache übersteigt. Kurzzeitige Änderungen der Windgeschwindigkeiten führen zu riesigen Einspeiseschwankungen, die durch konventionelle Kraftwerke ausgeglichen werden müssen. Daraus ergeben sich schlechtere Wirkungsgrade, erhöhte CO2-Emissionen und ein stärkerer Verschleiß. Eine Möglichkeit, die Situation zu entschärfen, besteht im Abtransport der Überschüsse. Dafür müssten die Netze ausgebaut werden. Dieser Ausbau kommt jedoch nicht voran. Eine sichere Stromversorgung kann mittlerweile nur gewährleistet werden, indem Netzbetreiber konventionelle und regenerative Einspeiser einsenken oder abschalten lassen. Das geschieht bereits an etwa 250 Tagen pro Jahr. Forscher der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg arbeiten nun an einer Lösung, wie diese regenerativen Überschüsse sinnvoll in der Hauptstadtregion genutzt werden können. Dazu werden im Projekt Smart Capital Region verschiedene Stromerzeuger, Speicher und Verbraucher messtechnisch erfasst und ausgewertet. Und so funktioniert's. Netzleitstellen aus ganz Brandenburg und Berlin übertragen ihre Daten auf die Server von Smart Capital Region. Diese befinden sich im Mess-, Steuer- und Regelungsraum auf dem Zentralcampus der Universität. Die realen Verhältnisse werden in der Leitwarte im benachbarten Besucherzentrum Intelligente Energienetze veranschaulicht. So lässt sich zeigen, wie, wo und wann Überschüsse in Brandenburg auftreten und welche zusätzlichen steuerbaren Verbraucher damit in Berlin versorgt werden könnten. Unterschiedliche Szenarien werden untersucht und anschaulich dargestellt. Um weitere tatsächliche Verbräuche abzubilden, sind 25 Universitätsgebäude mit intelligenten Stromzählern, sogenannten Smart Metern, ausgestattet. Diese geben Auskunft über den Stromverbrauch auf dem Campus. Die so generierten Daten werden ebenfalls an die Leitwarte des Projektes übermittelt. Neben dem Aufzeigen der realen Situation wird auch das Zusammenspiel einzelner Komponenten und Technologien in der Praxis untersucht und optimiert. Dazu wurden verschiedene Modellanlagen auf dem Campus errichtet. In ihnen können Stromüberschüsse in Gas, in Wärme oder in Mobilität für Elektrofahrzeuge umgewandelt werden. Die Versuchsanlagen werden informationstechnisch miteinander verknüpft und gesteuert. Die zentrale Steuerung befindet sich ebenfalls im Besucherzentrum. So entsteht ein intelligentes Netz, ein Smart Grid, in dem die Zukunft der Stromversorgung erforscht und erfahrbar wird.
Das Ziel, Verbrauch und Erzeugung elektrischer Energie sollen in Einklang gebracht und der Bedarf größtmöglich regenerativ gedeckt werden. Doch schauen wir uns das Smart Grid der BTU Cottbus-Senftenberg einmal genauer an. Über eine Photovoltaikanlage wird hier Sonnenstrahlung in elektrische Energie umgewandelt. Der so erzeugte grüne Strom versorgt den Ladesäulenpark oder unterstützt das vorgelagerte Stromnetz der Universität. Er kann aber auch in einer stationären Batterieanlage gespeichert werden. So wird sichergestellt, dass die 15 Elektroautos, die zum Ladesäulenpark gehören, auch bei schwankenden PV-Einspeisungen mit Solarstrom versorgt werden können. Die über die PV-Anlage erzeugte elektrische Energie kann aber auch in Wärme umgewandelt werden. Dafür wurde ein Warmwasserspeicher errichtet, der durch Heizpatronen beladen wird. Auch ein Blockheizkraftwerk ist Teil des intelligenten Netzes. Das BHKW kann wärme- und stromgeführt betrieben werden. Im wärmegeführten Betrieb produziert es entsprechend des aktuellen Wärmebedarfs. Strom entsteht dabei als Nebenprodukt, unabhängig davon, ob er gerade gebraucht wird oder nicht. Beim stromgeführten Betrieb wird dagegen entsprechend des aktuellen Strombedarfs produziert und Wärme entsteht als Nebenprodukt. Ein Vorteil, denn Wärme ist einfacher und kostengünstiger zu speichern als Strom. Die über das BHKW erzeugte Wärme wird ebenfalls dem Wärmespeicher zugeführt. Dieser beheizt einen angrenzenden Hallenkomplex und gehört damit zur Power-to-Heat-Technologie. Im Sommer kann diese Überschusswärme auch über eine spezielle Kälteanlage zur Raumkühlung genutzt werden. Das BHKW erfüllt aber noch eine weitere Aufgabe im Reallabor. Denn nicht nur die Verbraucher im Stromnetz benötigen Energie für Licht, Kraft und Wärme, auch das Stromnetz an sich braucht eine spezielle Form von Energie, damit es funktionieren kann, die sogenannte Blindleistung. Sie wird heute aus den Großkraftwerken bereitgestellt. Aber wer übernimmt diese Bereitstellung, wenn die Großkraftwerke wegen zu hoher EEG-Einspeisung abgeschaltet werden müssen? Das BHKW verfügt über eine Technik, die hier einen Beitrag leisten kann. Eine weitere Technologie, die in Smart Capital Region eine Rolle spielt, nennt sich Power to Vehicle bzw. Vehicle to Grid. Damit ist gemeint, dass Elektroautos nicht nur netzverträglich, also gesteuert Strom tanken, sondern ihn bei Bedarf auch wieder ans Netz zurückgeben. Zusammen mit dem Fahrzeughersteller German E-Cars wurden dafür 15 rückspeisefähige Elektrofahrzeuge gebaut. Diese sind technisch so ausgerüstet, dass sie mit der Ladesäule kommunizieren können. Dazu schließt der Nutzer sein Fahrzeug an eine der Ladesäulen im Ladesäulenpark an. Dabei gibt er Abfahrtzeit, Wunschreichweite und Reserveenergiemenge ein. Dafür nutzt er ein Display im Auto oder im Falle eines Serienelektrofahrzeuges eine an der BTU entwickelte Lade-App für Smartphones. Die Informationen werden an das Energiemanagementsystem des Ladesäulenparks weitergeleitet. Dieses befindet sich im Mess-, Steuer- und Regelungsraum. Über eine dort untergebrachte Prozesssteuerung werden sämtliche Ladevorgänge in ein zentrales System eingebunden. Die Energiekapazität der rückspeisefähigen Elektrofahrzeuge wird in einem großen Speicher zusammengefasst. Zum Vergleich: Mit der maximal verfügbaren Energie aus diesem Speicher könnte eine vierköpfige Familie ihr Einfamilienhaus fast 19 Tage lang mit Strom versorgen. So werden die E-Cars zu mobilen Energiespeichern, die nicht nur regenerative Überschüsse aufnehmen, sondern auch zurückspeisen können. Elektroautos, Ladesäulenpark und BHKW nehmen eine ganz besondere Rolle im Smart Grid ein. Sie formen einen Anlagenverbund, der unabhängig vom Campusstromnetz gefahren werden kann. Ein solch inselfähiges Netz nennt man Microgrid. Eine weitere Möglichkeit, regenerative Überschüsse aus dem Netz zu nehmen, bietet die Elektrolyseanlage. In dieser wird Strom genutzt, um Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff zu spalten. Der Wasserstoff kann gespeichert oder im geringen Umfang dem Erdgasnetz beigemischt werden. Zusammen mit CO2 kann Wasserstoff in Erdgas umgewandelt werden. Das macht seine Anwendung im Verkehrssektor möglich. Die Elektrolyseanlage gehört zur Power-to-Gas-Technologie. In Smart Capital Region werden all diese unterschiedlichen Erzeuger, Speicher und Verbraucher und die dazugehörigen Technologien zusammengefügt und betrieben. Mitten auf dem Campus der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg entsteht so ein Smart Grid,
in dem die Idee der intelligent vernetzten Hauptstadtregion als Musterbeispiel der Energiewende lebendig wird. Smart Capital Region ist ein Kernprojekt im internationalen Schaufenster Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Es wird vom Land Brandenburg gefördert